Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und dem anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, Vers 24. Herzlich willkommen zur heutigen Andacht. Nun, der Heilige Geist legte mir diesen Vers und folgendes Wort aufs Herz, für dich, auf die Zunge, um es auszusprechen. Denn wir leben in einer Zeit, in der es elementar wichtig ist, auf Gott zu schauen. Wenn du dich Gott zugewendet hast, wenn du in Christus bist, wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du sicherlich diesen inneren Konflikt kennen. Was tue ich jetzt? Muss ich das tun für Geld? Gott möchte, dass du tiefer in den Glauben zu ihm, in seine Versorgung eintrittst. Nun, Jesus hat weiter vorn in Matthäus 6 gesagt, er hat uns gelehrt. Denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Nun, wie oft vertraust du Gott für deine Versorgung? Er ist unser Vater. Es ist wichtig, dass du und wir alle uns entscheiden, wem wir folgen, wem wir dienen. Wir erleben eine innere Zerrissenheit, wenn wir zwischen den Welten hin und her springen. Einmal in der Welt sein sollen und wollen und ein anderes Mal im Himmelreich bei Jesus und unserem Vater. Empfange den Heiligen Geist in allen Bereichen deines Inneren. Erlaube dem Heiligen Geist, in allen Bereichen Licht und Herrschaft Jesu einzustellen. Nun, du hast den freien Willen. Doch du allein kannst die Anweisung im Gebet dazu geben. Du musst diese Entscheidung für dich treffen, ob du bereit bist, wahrhaftige Nachfolge zu leben. Ich möchte dich und darf dich einladen, dich zu üben in der Versorgung durch unseren Vater. Denn es wird immer wichtiger werden, dieses Vertrauen zu haben, denn die Welt wird in größeren Wellen erschüttert. Ja, unser Vater im Himmel weiß, was wir benötigen, ehe wir ihn bitten. Übe dich im Vertrauen, im Glauben. Empfange durch den Heiligen Geist den Glauben Gottes selbst. Lass uns in diesem Zusammenhang gemeinsam das Vaterunser bitten und beten, denn das hat Jesus den Jüngern gegeben. Sprich es aus dem Herzen. Du sollst keine rituelle, religiöse Beziehung zum Vater haben, nein. Du sollst wissen, er ist lebendig, er ist da. Der Heilige Geist als Person will in dir Klarheit schaffen, sodass du immer ein Teil Gottes selbst bist, unserem Vater im Himmel. Im Leib Christi bist du ein Teil Jesu. Er ist der Kopf. Du bist ein Teil eines heiligen Körpers, verbunden mit der ganzen Fülle als Erbe des Himmelreiches. Und in diesem Wissen sollst du das Vaterunser aussprechen und wissen, dass es wahr ist. Vater, mein Vater, der du bist im Himmel, heilig ist dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gibst du uns
und du vergibst uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Und du führst uns nicht in Versuchung, sondern errettest uns von allem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Im Namen Jesus. Amen. Morgen wird es eine neue Andacht geben. Schau dich auf dem Kanal um. Abonniere den Kanal, sodass du jeden Morgen oder auch jeden Abend die Inspiration erhältst, die der Heilige Geist dir geben möchte. Der Dienst steht auf dem Wort Gottes, auf dem lebendigen Wort Gottes und dient den Kindern, die wahre Nachfolge leben, ja, die zurückkehren zur reinen Lehre Jesu. Alle Kurse, alle Mentorings, jede Begleitung führt zurück in die reine Lehre Jesu, in das, was er uns ursprünglich gebracht hat. Buche dir so gerne ein Seelenmentoring. Schau dich auf unserer Homepage um. Und lass dich nicht länger von dieser Welt abhalten und im Gewöhnlichen halten. Denn für dich ist ein übernatürliches Leben in der Versorgung, in der Liebe, im Schutz Gottes bestimmt, aber auch in außergewöhnlichen Taten. Als lebendiger Brief unseres Vaters soll die Welt erkennen, dass du ein Himmelsbürger bist. Bis morgen. Shalom.